Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Wegvisier-Bundle von Trutwangar. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Wegvisier von Trutwangar. Das Ganze erscheint am 13. November. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Rock. Jawohl, genauer gesagt aus dem Bereich Viking Metal. Es ist das 6. Album der Band. Wir haben hier das Bundle bestehend aus einem Poster. Dann haben wir hier das Album an sich. Ein Zertifikat. Einen kreisförmigen Patch. Einen Sticker. Und ein Shirt. Jawohl, all das hier mit dabei. Zusätzlich, wenn man das Ganze in dem zuständigen Shop bei dem Label bestellt, dann bekommt man hier auch noch ein paar Sachen oben drauf. Also einerseits hier so eine Broschüre von Trollzorn, das ist das Label, mit Infos zu diesem Release natürlich, aber auch zu anderen Releases, die dort zurzeit stattfinden. Und dann haben wir hier noch einen Infoflyer zu einer anderen Band bzw. zu einem Release, das ich euch auch schon bereits vorgestellt habe. Und eine Visitenkarte, mehr oder weniger so ein kleines Kärtchen hier von Radio Drachenblut. Okay, das nur nebenbei. Es soll natürlich hauptsächlich um das Bundle an sich gehen. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. Das ist dieses hier. Wegvisier nennt sich das. Hier haben wir den Bandnamen Trutwangar. Und dahinter hier dieses kreisförmige Ding, da sind wir auch schon beim Thema, denn genau das ist der sogenannte Wegvisier. Ja, ist aus dem Isländischen, heißt so viel wie Wegweiser, klingt auch recht ähnlich. Und es ist ein Symbol aus der isländischen Zaubertradition. Und zwar, um das mal so ungefähr einordnen zu können, also wenn jenes Symbol geführt wird, dann soll der Träger weder bei Sturm noch bei Wind verloren gehen, selbst wenn der vor ihm liegende Weg unbekannt ist. Also ein Wegweiser, ein Kompass, wie auch immer man es auslegen möchte, auf jeden Fall etwas, was einen so auf dem richtigen Pfad halten soll. Darüber haben wir einen Raben abgebildet, generell das Artwork hier recht düster. Auf der Seite lesen wir auch wieder die Band plus den Albumtitel und hier dann noch TZ080, also die Katalognummer des Labels Trollzorn. Auf der Rückseite die Tracklist, 11 Stück an der Zahl, die Beteiligten und einen Barcode. Und dann schauen wir mal ins Innenleben. Ja, so sieht das aus. Links das Booklet, in der Stecktasche, rechts die CD. Wir schauen als erstes mal ins Booklet. So, hier haben wir die Lyrics der einzelnen Tracks. Bedeutet, man hat hier wirklich jeden Track Wort für Wort erfasst und kann dann hier wunderbar mitsingen oder entsprechend nachlesen. So, hier haben wir ein Bandfoto, alle vier Herrschaften hier abgebildet. Die sehen recht wild aus, aber ja, Wikinger, der Name ist Programm. Weiter geht's, weitere Lyrics. Und so endet das alles. Am Ende gibt es dann hier noch die Infos zur Band bzw. die Credits und alle Leute, die hier daran beteiligt waren. Hier kommt auch nochmal ein Wegvisier zum Vorschein. Und auch auf der CD hat er Platz gefunden. Ebenso auf der Rückseite. Also alles hier im Wegvisier-Artwork gehalten. Als nächstes haben wir ein Zertifikat. Und was wir hier sehen können, dieses Bundle ist auf 133 Stück limitiert. Und nicht nur das, man hat das Ganze auch entsprechend transparent gestaltet, indem man es durchnummeriert hat. Also, mein Bundle hier, die Nummer 65 von 133. Ansonsten hier eine Postkarte, A6 müsste das sein. Hier nochmal mit Bandname und Albumtitel designed. Ist genauso, wie wir das Album hatten. Also ist im Prinzip das Albumcover hier nochmal so im Querformat und etwas anderer Farbton hier auf dem Zertifikat. So, ebenfalls im Querformat der Sticker in Schwarz und Weiß mit dem Bandnamen. Dann haben wir mit dabei einen Patch in Schwarz und Gold. Auch hier wieder der Wegvisier zu sehen.
Dann kommen wir als nächstes zum Poster. Das wurde hier mit so einer Banderole geliefert. Und was mich sehr freut, ist sehr selten der Fall, und zwar, dass wir hier ein Poster gerollt haben. Denn in wirklich fast allen Bundles und auch Boxen kommen die Poster gefalten. Und dementsprechend hat man dann diese unschönen Knickfalten und irgendwelche Linien drinnen. Aber hier in diesem Fall ist das Ganze unbeschadet bei mir angekommen. Denn man hat es, wie gesagt, gerollt. Braucht natürlich dann entsprechend Platz. Aber die Optik ist auf jeden Fall überzeugend. Das Bild kennen wir schon aus dem Booklet. Also es ist wieder das Bandfoto der vier Herrschaften. Und nicht nur das, sondern wir haben hier auch tatsächlich von allen vier die Unterschrift drauf. Also die vier Herrschaften haben sich hier mit silbernem Stift verewigt. Namentlich Daniel, Matze, Raschi und Thorsten. Alle vier haben hier unterschrieben. Darüber nochmal das Bandlogo, der Bandname. Dann packen wir das Poster mal wieder zusammen und kommen zum letzten Bundle-Inhalt. Und zwar ist das ein Shirt. Das Shirt kommt in schwarz und hier auf der Vorderseite haben wir wieder das Albumcover mit dem Raben und dieser grauen, düsteren Landschaft. Man sieht ja auch so rote Teilchen oder hier so ein bisschen Feuer, also wie so Funkenflug mehr oder weniger. Trud Van Gaal, groß in der Mitte mit dem Wegvisier. Und das Ganze ist auch noch auf der Rückseite gestaltet. Also, auch auf dem Rücken hier bedruckt. Der Backprint hier in weiß, auch hier wieder riesengroß. Und wir haben es hierbei zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton 100% Baumwolle, Größe M. Und das Ganze ist made in Haiti. Grüße gehen raus. Größe M, die konnte man sich frei auswählen. Ich habe mich wie immer für M entschieden. So, und jetzt schauen wir uns nochmal ganz kurz an, wie dieses Shirt getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das schwarze Shirt mit dem Albumcover hier auf der Vorderseite. Das Ganze zieht sich hier wirklich vom Brustbereich bis runter zum Bauch. Und auf der Rückseite haben wir eben noch diese große Rune, diesen riesen Backprint in schwarz und weiß. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, wie gesagt, Größe des Shirts frei wählbar. Dann haben wir den Patch, kreisförmig. Dann einmal im Querformat den Sticker, ebenso im Querformat das Zertifikat. Wie gesagt, auf 133 Stück limitiert und auch durchnummeriert. Und natürlich das Album an sich, Wegvisier, mit insgesamt 11 Tracks. Das Ganze kommt im Digipack. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Kleine Info am Rande, es gab das Bundle auch noch zusätzlich mit Vinyl. Aber ich habe mich in diesem Fall für das CD-Bundle entschieden. Für einen Aufpreis hätte man das Ganze auch mit einer Vinyl nehmen können. Jawohl, das war soweit. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Trud Van Gaal unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.